So, wir gehen rein, Dreddies. Wie Sammy sich fühlt, nachdem er ganz Rap La Rue geleakt hat, stimmt null. Das erste Mal, wo ich was geleakt habe, war heute, Bruder. Davor habe ich gar nichts geleakt, Cousin. Nee, stimmt nicht, Bruder. Stimmt nicht. Okay, so I'm watching this fight, right? And this gotta be the funniest thing ever. Watch this. Watch how he getting. Watch. Boom. Watch. He's looking at him like, what the fuck? Genau so sah ich aus gegen Pierre Giulio Dreddies. Da habe ich mich hingelegt, Krankenwagen. Ey, yo! Dago, mein wunderschöner Bruder. Allah, danke schön für 5 Verschenkte, mein wunderschöner, angenehmer Bruder, angenehm. Look at the referee. Geisteskrank. Ich schwör Verbrecher, weil ich mit Azrael quer durch deine Gegend lauf. Guck, ich schau dir erst die Zähne, dann die Seele raus. Selavi, guck, der Sohn wurde attackiert und gebadet in den Händen seiner Mutter, muss auf Streife warten. Du hast Geld, bist mit Falschen kontaktiert, doch was bringt es, deine Fam muss dich erzählen in einem Leichenwagen. Mutter weint, fragt, wieso ist das passiert, er kam mit 16 auf die falsche Schiene, ging andauernd Kreide stapeln. Guck, eines Tages wurde ihm da... Bruder, weißt du, überleg mal, hätte er sich zu diesem Zeitpunkt gedacht, wie groß der eines Tages wird, Bruder? Das ist unglaublich, gell? Wenn man so überlegt, Bruder, das ist unglaublich, Cousin. Guck mal, Leute schreiben jetzt: Amos, der krasseste, Amos, der beste aus Rap La Rue. Erinnert ihr euch noch, wo er eigentlich erste Runde rausgeflogen wäre, Cousin? Und jeder, der mit mir in Jury war, ihn ausgelacht hat, Bruder. Ein Sugar, ein Omar. Ha, Vogelscheuche im Block, was das denn? Ha, was das denn? Ha. Und ich gesagt habe, nein, Joker. Und ich habe dann, ich erinnere mich, Dreddies, weil jeder hat nur einen Joker gehabt. Ich habe Joker gegeben. Auf einmal die Leute schreiben so in den Kommentaren, hä, voll dumm von Sammy und so, seinen Joker schon so früh zu verbrauchen und so. Und ich denke mir, Bruder, hört ihr nicht das, was ich höre, Cousin? Der Typ reimt 16 Nomenreime aufeinander und Leute sagen, es ist Ding, Verschwendung gewesen, Joker einzusetzen. Hä? Schlägt Aya, Cousin. Weil das tut denn am meisten. Weißt du, ich meine? Viel besser. Walla, wie geht das? Wie geht das, Cousin? Der ist wirklich Man in the Mirror, Bruder, ja? Wie kann er auf 3 Accounts live sein? Italien, Bruder. Sehr schön. Okay, und sag, mein Song ist online. Warum läuft gerade woanders live? Wie geht das? Ich bin krass, Bro. Siehst du das? Weil das tut denn am meisten. Ich check's nicht. Guck mal. Ich aktiviere die damit. Guck mal. Bruder, was ist das für ein Trick mit Glas? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, Kianosch, gell? Komm. Oh mein Gott. Ey, Walle, man darf nicht lachen, Cousin, ja? Ich aktiviere Zirbeldrüse. Komm schon wieder. Sei stark. Ey, stell dir mal vor, du bist sein Nachbar, okay? Du guckst so aus Fenster raus, Bruder. Der macht so mit einem Glas auf Boden, der macht grrrr. Ey, Bruder, das ist hart. Das ist hart. Und weißt du, was noch härter ist? Der hat schon hier Wasser hingekippt, einen auf die Taube kommt und trinkt dann. Und dann hat er schon Brot hingeschmissen, aber die will trotzdem nicht kommen, Cousin. Genau, komm zu dir. Komm zu dir. Genau. Komm zu dir. Jawohl. Und hau rein. Es. Alter, ich kann einfach mit Tauben reden. Ich habe ihre Zirbeldrüse aktiviert. Amma. Geisteskrank. Der hat den ausgesprochen, ne? Atletico. Geht's.
Bruder, es gibt so geile Momente. Die Leute nehmen immer so loste Momente. Okay, der ist krass. Das war ehrenlos. Ich hab's schon vergessen, dass ich das gemacht hab, gell? Und dann habe ich den Clip gesehen und Walla, ich habe danach eine Stunde in meinem Bett gelacht, ich sag ehrlich. Der ist ehrenlos. Auf dem Weg hierhin, Bruder, hat mir ein Mädchen geschrieben. Der hat mir gesagt, hey, mein kleiner Bruder ist blind und der feiert dich tot. Krass. Kannst du dem vielleicht ein Grußvideo schicken? Die sieht doch eh nicht. Nein! Der ist hart, Bruder, ja. Walla, ich erinnere mich an diesen Moment. Digga. Da habe ich noch in Nied gewohnt. Da bin ich morgens 3 Sekunden gerannt. Ich hatte so voll Motivation. Ich hatte keinen Siberier mehr, kein Snooze mehr. Ich bin gerannt. Ich sage, ich fange jetzt wieder mit Sport an. Ich laufe so 12 Sekunden. Ich merke, ich hoffe, meine Mutter, ich kann nicht mehr. Ich bin direkt Snooze holen gegangen, so eine Stange für 70 Euro oder so. Ich habe direkt 4 Stück reingemacht, Cousin. Ich war gerade wirklich joggen. Es ist 2:02, 1:46. Aber jeder Anfang ist schwer. Es tut mir leid, ich bin blind auf 2 Arten. Ich hab nicht gesehen, welche Karte. Ich wollte eine andere. Ich wollte grüßen. Oder ich dachte, ein Spiel, Digga. Sick, dir, Digga. Du hast mich nicht. Ey, Dennis. Dennis. Ich weiß nicht, wer. Oh. Das war hart, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Ey, wisst ihr, wie gefährlich das sein kann? Walla, Dreddys, ich habe einmal nachts 2 Uhr morgens, okay? So eine Straße, ein Weg. Ich wollte mich mit Tolga und Timo treffen, so einem Freund von mir. Aber vor 3 Stunden habe ich denen gesagt, ich komme. Irgendwann, also ich habe die gesehen, wir wollten uns bei dem zu Hause treffen. Bruder, ich laufe dahin, ich hatte Ding, Kopfhörer. Ich gucke, so 100 Meter entfernt, ich sehe die, die reden miteinander. Aber dieses, ey Bruder und so, so Tolga, Bruder und so, ich glaube, ich mache Geschlechtsumwandlung und so. Ich bin schon 3. Mal nach Thailand gegangen und so. Irgendwann, die Leute glauben mir nicht mehr, dass wegen Urlaub ist. Die Leute wissen wegen meinem Fetisch und so. Und ich sehe vom Weiten, Bruder, und ich verstecke mich hinter so einem Motorrad. Und dieses Motorrad hat diese Schutzfolie drüber. Checkt ihr? Also man sieht mich nicht. Und Tolga hat ja eh, Bruder, alleine wenn er dir Guten Morgen sagt, benutzt er 94% von seinem Gehirn. Der benutzt fast alles von seinem Gehirn so. Gib dir bitte Lacazette seine Songs und Bekels. Ich versteck mich, ich warte bis er kommt, ich mach BAA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 A
Ist der rausgekommen schon? Ja, ist rausgekommen, gell? Okay, Baba. Kennt ihr diese Frauen, die sagen, Digi, ich kann nicht kochen, meine Mama hat mir nie beigebracht. Ja, was, blasen kannst du auch, Digga, und deine Mutter hat dir das auch nicht beigebracht, oder? Oh mein Gott, sagen, ja. Digi, ich kann nicht kochen, meine Mama hat mir nie beigebracht. Ja, was, blasen... Machen wir es anders. Wenn Chillo ein Pokémon wäre, welches er wäre? Turtok. Kennst du Turtok? Boah, ja. Boah, das ist Shiggys so Vater. Ja. Kennst du Smogmog? Smogmog. Wenn er Abturn hat? Smogmog. Machen wir es anders. Wenn Chillo ein Pokémon wäre, welches er wäre? Turtok. Kennst du Turtok? Boah, ja. Das ist Shiggys Vater. Sein Vater ist Obsthändler. Alter, Bruder, das habe ich gesehen, ja. Boah, Sippo, du bist so ein Unangenehmer, ehrlich. Bruder. Und ich werde Volo, Babo und ihn und jeden anderen auf Flasche sitzen lassen, okay? Chat, der hält mich. Pack ab, mach mein Schlapp. Schlappkombination wie Hamza. Bruder, das ist geisteskrank, Bruder. Das ist geisteskrank, Bruder. Bruder, das ist... Falsche Adresse, Bro. Erkenne diese Person. Extremst schwer Edition. Wer ist das? Arnold, Paul. Die erste Arnold, Person, Arnold. Die auftaucht, wenn du auf Teilen und WhatsApp klickst, ist ein Crush. Justin Bieber. Kommentiere deinen Geburtstag. Verarschung! Und schau, denselben Geburtstag hat wie du. Angela Merkel. Michael Jackson. Das ist meine Zeit, ich war mit den Grundschule. Klassenfotos Michael das. Jackson. Oh, warte. Boah, das ist schwer. Rihanna. Contest. Das ist schwer. Brad Pitt. Ah, ne. Heidi Klump. Heidi Klump. Jackie Chan. Jackie Chan. Boah, Reezy. Travis Scott. Travis. Boah, ja. Okay. Angelina Jolie. Boah, wer ist das? Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Wow! Pietro Lombardi. Du richtig erkannt hast. Pietro Lombardi. Easy. Erkenne diese Person. Ja, was ist das denn, Digga? Dein Gebiss wird taub vom ganzen Schem. Nur, dass man die hält mich abgelenkt. Mein Blut. Ey, Digga, meint ihr, Money, hab ich schon tausendmal verraten. Ja, er ist Rapler Rue 2, ja. Freunde auf der Bühne, die scheinen, sie wollen nicht ins Paradies. Ich hoffe, dass sie Gott vergibt. Ich find das schade, Bruder. Warte. Kapitist, okay. Freunde auf der Bühne, die scheinen, sie wollen nicht ins Paradies. Ich hoffe, dass sie Gott vergibt. Ich find das schade, Bruder. Und ich hoffe, dass sie Gott vergibt. Denn was du sagst. Krasse Reim auf jeden Fall. Verstehst du noch nicht, wenn du da bist, verstehst du es endlich. Und wenn die Engel kommen, weißt du ganz genau, dass es vorbei ist. Und erst am Ende weißt du, was der Preis. Scheißegal, ob du. Hatte nie einen Vater, also brauche ich auch keinen besten Freund. Ja. Yeah. Das geht an jeden, der kein. Ey, Emo hat gerade miese Hype wieder, gell, Dreddies? Also man sieht immer diese Clips. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich so einige Leute lustig machen über ihn, Bruder. Der Typ ist strammer Rapper, Cousin. Ehrlich, der hatte ganz geile Zeit gehabt damals, Bruder. Emo ist King, Bruder. Der ist Baba, der Typ. 3-3. Yeah. Hey, yo, Trabi. Ich hab Mama mittlerweile viel zu male enttäuscht. Mein Plan ging falsch auf für die Tür vom Rolls-Royce. Ich bin der Typ, der dich fickt, wenn es krumm läuft. Das ist kein Kreisverkehr, wo alles rund läuft. Ja, ich hab gelogen, aber ohne böse Absicht. Und Mama, es war gelogen, als ich meinte, ich hab Nachtschicht. Alles vor dir versteckt, die Einzige, die mich noch liebt. Das weiße Pulver unterm Bett. Mama, es war kein Kreatin. Geld mit Drogen, ja, dein Sohn tickt die dicksten Knollen. Mama blickt nach oben. Boah, was? Und fragt sich, was der Test hier soll. Boah. Es sieht viel verkehrt. Mama, ich hab dich oft enttäuscht. Hatte nie einen Vater, also brauche ich auch keinen besten Freund. Kein besten Freund. Hatte nie einen Vater, also brauche ich auch keinen besten Freund. Ich hab dich oft enttäuscht. Hatte nie einen Vater, also brauche ich auch keinen. Baba. Ah, yeah. Weird shit, 069. Aha, yeah.
Aha, aha. Ich komm aus der Gosse, von ganz unten. Ich hab die Plakas gegeben an Kunden. Meine Leute rufen mich an, sagen, ey, kann ich etwas haben? Doch ich sag, nein, ich mach keine Kombi. Geht nett. Jetzt, wenn du mich nicht kanntest, dann kennst du mich jetzt. Ich bin Mama aus dem Block und mein Bruder auch. Meine Oma auch und mein Vater auch. Ach, der Rapplerie ist krass mit Haarland, dann kennt ihr mich noch nicht. Rapplerie 2024-25. Ich hol mich aus dem Block raus. Und die Oma auch. Ich will nicht ihre Liebe, ich will nur ihren Arsch. Die sagt zu... Ich gebe sogar Call, Chosen Talent Gewinnerin, Cousin. Easy, Bruder, ja. Bah, Bruder, ja. Geistkrank. Ich wette, du kannst diese Kauterlieder nicht in eine gute Reihenfolge... Ich schwöre doch! ...gebringen. Komm! Markiere deinen zweiten Aid in den Kommentaren. Du wie der Strahl, rennt er dir hinterher. Es waren immer erst die Jungs und ja. Warte doch! Drei. On, off. Jede Minute aufs Handy und frage mich ständig, sind wir vorbei? Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. 4 on off. Eins. Eins. Mir egal. Dieser Song, gell? Ist der krasseste Song von ihr. Ich schwöre, Chat, das ist der... Guck mal, ich verdiene an dem Song nichts, okay? Aber dieser Song ist der beste Song von Kauter. Ist mir scheißegal, das ist wirklich meine Meinung. Das ist der beste Song, den sie gemacht hat. Für mich 1. 6. Zwei. Da klebt kein Baccarat Rouge, das so Fotos Boris Bucciucci. Immer wenn sie weint, steigt mein Blutdruck. Zukunft kann ich ihr ekliges Schicksal. Wein Tränen im X-Sach. Mal ein Blut und dein X-Sach. Da klebt kein Baccarat Rouge, das so Fotos Boris Bucciucci. Immer wenn sie weint, steigt mein Blutdruck. Zukunft kann ich ihr ekliges Schicksal. Wein Tränen im X-Sach. Mal ein Blut und dein X-Sach. Auch sehr stark, Bruder, der Nael. Kam, sah und siegte wie gekommen, so gewonnen ist der Plan. Bonobus im Clan, Kickback, bissfest wie ein Kommodo-Varan. Du bist nur ne Bitch, du hast dich wohl mit deinem Chromosom vertan. Schaden kolossal, Holocaust-Alarm und jede Line auf diesem Beat ist Mord, fliegt wie ein Eaglehawk. So ist das Spiel, wenn ne Mumie mich stalkt. So fresh, sag und denken, ich bin tief gefroren. Und ich rede nicht von Früchten, wenn ich sag, du bist als Peach geboren. Schalt um und spit wie ein erkaltetes Gericht. Like a butterfly, bevor er wie eine Faltenwest besticht. Und er krallt sich ein... Okay, pass auf, Dreddies, ja? Ich erzähl euch kurz. Der Bruder reimt krass, okay? Aber es ist zu viel. Verstehst du? Also, er kann Reimer, aber es ist zu viel. Aber Seppo, was, hi, was ist das? Ein Video machen. Ja, bitte. Ich sehe. Ja, ja. Sieht cool, kannst du gesehen. Kann ich meinen Schwanz zeigen für na junge Frauen? Ein Video machen. Ja, bitte. Oh, ich sehe. Ja, sieht ja cool, kannst du gesehen. Kann ich meinen Schwanz zeigen für na junge Frauen? Ein Video machen. Ja, bitte. Ich sehe. Ja, sieht ja cool. Der ist krass. Der ist heftig, Cousin. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Was für ein Moonwalk der Arme gemacht hat, Walla. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder.
Oh mein Gott. It's fake! It's fake! It's fake! I'm sorry. I don't like fish. Geisteskrank, Bruder, ja. Freeze. Geisteskrank. SRB, mein Bruder. Dankeschön für 27. Küss dein Herz. Schaffst du es alle zu erraten? Afrika? Afrikanische Sprache nur? Drei Stück? Pff, okay. Shadow Dam Squads. Have me. Blech and crazy. Was? Das ist nicht Afrika. Sprachen. Schaffst du es alle zu erraten? Only Shadow Dam Squads. Have me. Blech and crazy. Das ist nicht Afrika. Das ist Holländisch. Es alle zu erraten? Nein, ich schade damals Squads. Have me. Blech. Nee, das ist nicht holländisch. Aber es klingt wegen diesem Krr. Also holländisch ist so berbisches Deutsch. Crazy. Schwer. Das war walisisch, gesprochen. Was? 稳定发挥后, Jeffrey 自豪地夸赞, 特洛伊是他的接班人, 并且要求老... Mandarin. Boah, Junge. Lingala, Lingala, Kongo, Lingala, Kongo. Diese Sprache. Ja! Ja! Kommentiere, wie viele du richtig hattest. Erkenne die Sprachen. Schaffst du es alle in Gala und wird im Kongo gesprochen. Afrikanische Sprachen kann mich niemand. Kamo Nokola Yo Mutumunene. Das war auch Lingala, Cousin. Kommentiere, wie viele du richtig hattest. Chinesisch. Krass. Diese Sprache. Nee. Nennt sich Lingala und wird. Rot-lila, farbenloser Straßenboden war mein Wohnzimmer. Wohnzimmer. Schon immer. Von klein auf Blockkinder. Rot. Ja, normal, Bruder, was denkst du, Cousin? Ey! J.U.? Von wo ist der Clip, J.U.? Oh, oh, sorry, buddy. Das ist ehrenlos, Bruder. Locked up, they don't let me out. They won't let me out. Locked up, they won't let me out. No, they won't let me out. Brutal, Bruder. Aiken, brutal. Susu, dankeschön für den zweiten Cousin. Ehrenlos, Cousin, ehrenlos. You have to trick a monkey. But it was going on. You have to trick a monkey. But it was going on. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Kenn ich, da betet jemand. Bruder, wenigstens, Bruder. Ich sag ehrlich, wenigstens, Cousin. Wenigstens, Bruder. Wenigstens, Bruder. Ich sag ehrlich, wenigstens. Das kenne ich, das ist. Alle Lordi, der wäre fast Rapplerü gekommen, aber wir wurden uns vertraglich nicht einig. Oder soll ich da hingehen oder nicht? Hat gesagt, goldige Rapplerü. Ich dachte mir so,
soll ich da hingehen oder nicht, weil ich mir nicht so sicher war, so, weißt du? Ja. Und dann, ich habe gesagt, wenn ihr wollt, dass ich Rappler rügehe, dann meldet mich da an. Oder radikal, ich sehe auf einmal dieses Stream, Sammy reagiert, sagt so, ja, Lordi, eigentlich cool, so, so. Weißt du, was ich meine? Cool, ja, ehrlich. Ich habe eine E-Mail bekommen. Und so, ich war full mit Kopf dabei, da reinzugehen, diese Rappler-Rü-Sachen, ne? Aber dann haben wir so ein, zwei Sachen, also nichts böse gemeint oder so, nicht, dass das ist einfach nur persönlich, weil ich auch so andere Sachen vielleicht habe am Laufen. Dann hat das nicht so gepasst, dieser Vertrag, weißt du? Ah. Deswegen, aber nicht, dass der jetzt hier scheiße ist oder so, ne? Nicht, dass Leute hier so Fitner machen jetzt, ne? Ja. Hat gesagt, Lordige Rappler-Rü. Schade, aber vielleicht nächstes Jahr, Cousin. Lordi ist echt ein starker Rapper. Noch ein 08. Ey, Bruder, das ist so unangenehme Clips, Digga. Amen, ich sieg im Zippo, Bruder, ja. Ich war damals schon auf Lachgas gesehen. Geisteskrank. Ey, Bruder, das war auch so lustig. Ich schwöre auf alles. Die Story hier, Dreddies, gell? Ihr seht zwar nur die Szene, aber wisst ihr, dass diese Story noch monatelang Probleme gemacht hat? Monatelang. Guck mal, Dreddies. Dieser Friseur gehört ein Freund von mir, okay? Ein Freund, Bruder, okay? Cousin, ich film da, wie ich ABK Haare schneide. Und mein Freund ist gerade aber nicht da. Da ist ein anderer Friseur hier im Hintergrund, gell? Ich film, alles gut. Schlechte Laune war irgendwie da, aber nichts wurde angesprochen. Wir sind abgezogen. Das nächste Mal, ich gehe dahin zu meinem Kollegen Rashid, ich sage, ey Bruder, Haare schneiden, dies, das. Er sagt, ey Bruder, der Typ hinter mir, der da auch am Video war, der kommt zu mir, der sagt, ich hab dich angezeigt. Du hast mich gefilmt. Ich zeig dich an. Du musst Geld zahlen für mich und so. Ich guck, ich denk, was? Warum? Du kannst mir doch einfach sagen. Warum gehst du mich anzeigen, Cousin? Du hast drei Zähne, Walla. Du hast drei Zähne, Cousin. Das ist geisteskrank, Bruder. Du gehst mit Pyjama Freitagsgebet, Bruder, weil du bist frisch gekommen, Bruder. Walla, du bist frisch, du weißt schon mal, wie man S-Bahn aufmacht, Cousin. Du klopfst an S-Bahn-Tür, Cousin. Du bist gerade von Marokko Berge, bist gerade gekommen, Bruder. Der zieht ab, richtig sauer. Richtig, ich hab dich angezeigt. Ich werd dich verurteilen. Ich werd dich ding. Und mein Kopf geht so und ich denk mir, Bruder, warum? Und ich frage Rashid, warum hat er mich angezeigt? Und dann macht Klick. Ich sag, weil der hat keine Papiere. Der darf gar nicht hier sein. Der darf gar nicht arbeiten. Ah! Hey, hey! Hat sich diese Realschule gehen, hat sich jetzt. Ich habe deutsche Pass, Cousin. Weißt du, was ich mit dir mache? Du hast 30 Sekunden Zeit, dich zu entschuldigen, Cousin. Ansonsten gehst du wieder Ziegen melken. Du gehst so. Tscht, heute Abend bist du wieder so. Tscht, 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 tscht. So, mit Kakao machst du selber so. Tscht. Cousin, was bist du für ein Unmensch? Walla, red doch mit mir, Digga. Red doch, alles gut, Bruder. Hat mir so Ärger gemacht, ehrlich. Was am Ende dann passiert, hat sich entschuldigt. Zum Anfang, Chugugum, 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 Sammy Abi, natürlich. Throw my right, shake my ops, I want to make Rapplerü too. Bruder, das ist ein Mega-Eier. Wie Sammy Universal Rapplerü überzeugt. Boah, soll ich das auch erzählen? Ich erzähl's, Dreddies. Ich erzähl's. Also, Chat. Guck mal, jetzt kommt, jetzt kriegt ihr harte Fakten, okay? Darüber habe ich nie geredet. Als ich Rapplerü machen wollte, ja, habe ich geguckt, ey, teammäßig Zusammenstellung, okay? Ich habe Amino gefragt, Randy Abel, so, so, so. Zusammengekommen. Dann haben wir uns natürlich den Labels zugewendet und haben rumgefragt, hey, wie sieht's aus? Hat jemand Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Sponsor, vertriebsmäßig. Wir vertreiben, kleiner Vorschuss, damit wir arbeiten können. Bruder,
sind wir eingeladen worden bei Universal. Okay? Sind wir hingegangen. Boah, wurde eigentlich unangenehm, das zu erzählen. Soll ich es erzählen oder soll ich es nicht erzählen? Ich erzähle ganz schnell, okay? Sind wir hingegangen bei Universal. Haben wir so eine Präsentation gehalten, Bruder. So richtig mit PowerPoint und so. Richtig Präsentation. Wir haben das vor. Das ist Rap-Larue, soll Rap-Larue werden. Die Leute treten an, bringen alle Songs und so. Wir machen so. Und ich erzähle, ja, ich bin aus der Szene, ich bin Rapper. Ich habe viele Rap-Kontakte und so, die würde ich dann in der Jury holen und so, bla bla. Wen kennst du denn? Den. Ah, den kennst du. Ja, hört sich in Ordnung an, ja. Und wir so, boah, krass und so. Meinst du, wir können sein bei denen und so, dies, das? Dann, die waren so kühl, jetzt nicht ekelhaft, aber die kühl, distanziert, so, leicht interessiert, so, haben uns Ding. Haben die uns eine Summe genannt, gell? Bruder, auf einmal bekomme ich einen Anruf von Sony. Die sagen, ey, ich gebe dir das Doppelte und noch die Hälfte obendrauf. Wie kommt's? Das ist von Sinn, war der Anruf, ja? Ich gebe dir das Doppelte und die Hälfte noch obendrauf, Cousin. Ja, okay, war das korrekt, Bruder? Korrekt? Ja, wir haben ein Angebot von Universal auf Tisch, Bruder. Ich werde dir das sagen, weil ich küsse dein Auge, mein Bruder. Ich bin auch nicht von gestern, weißt du? Ich direkt zu Universal und sag, ey, wir haben ein Angebot von der Sony, der und der Betrag. Ja, nee, wollt ihr mitziehen? Auf einmal machen die so, nee. Was denn mit euch und so? Wir waren doch die Ersten, die an euch interessiert waren und so. So voll beleidigt. Ich sag, Bruder, wir sind doch keine Freunde, wir wollen hier Geschäfte machen, Cousin. Das ist der Betrag, der uns jetzt auf dem Tisch liegt. Wollt ihr mitgehen oder habt ihr kein Interesse? Nee, kein Interesse. Nö, kein Interesse mehr, Köke. Nö. Und dann, Bruder? Oh, falscher Knopf. Da alle Hund, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Da alle Hund, du machst Mardere, du sagst mir Pardon. Da alle Hund, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Da und Bruder, wenn ihr wüsstet, um welchen Geldbetrag es geht. Also, Bruder, ein Song hat diesen Geldbetrag reingeholt. Ein Song. Haben die sich nochmal gemeldet? Ja, natürlich. Nach Rap-Larue 1 wollten die nochmal verhandeln. Und der Chef höchstpersönlich wollte dann verhandeln. Aber wir haben uns auch wieder angehört, das Angebot. So, angehört, Bruder. Und die haben uns dann eine hohe Summe genannt. Und Sony hat das Doppelte gegeben, Cousin. Shake my ops, I want to... Aber es war wirklich ungefähr so. Alright, shake my ops, I want to make Rap-Larue 2. If you want interested to my business, bro, come in, invite me. Everybody, French people, English people, you come. Can come to Rap-Larue, come to bro. Rap-Larue, I make Rap-Larue. Big players of players you, of your bro. Rap game. Give me all, but only give subs, bro. Eva Cousin. Terror woman, right. Aber Sippo, was ist der Grund, dass du sowas likest? Das ist einfach nur gruselig. Also der allererste, ja. Der allererste große Streamer, das werde ich niemals vergessen, der mich supportet hat, das war Sammy Delarue. Ach, ja, ja, klar. Siehst du dieses Schild? Abu Goku? Ja. Als ich 10 Zuschauer hatte, hat er gesagt, Abu. Er sagt, Wallah, du wirst es schaffen. Ich sag, was? Er sagt, ich hab das im Gefühl, Bruder, ich mach Dua. Was? Das ist hart. Das ist hart, Bruder. Das ist geistig. Das ist süß. Hier. Wallah, das ist süß. Das ist süß gesehen. Das ist süß. Also, du willst ein guter Streamer werden. Mhm.
Was bedeutet Dua? Dua heißt so Bittgebet. Ah, okay. Oh Gott, bitte erfüll ihn diesen Wunsch. Ah, Jesus. Okay, verstehe, ja. Und dann sagt er, ich kaufe dir ein Geschenk. Mhm. Ich sag, nein, nein, und so, ich zahle das, weil wir haben geguckt, wo dieses Schild gibt's und so. Ja. Und dann hat er mir gesagt, ja, gib mir mal deine Adresse, ich will gucken, ob das verfügbar ist für diese Adresse. Mhm. Und dann hat er mir das bestellt. Es war echt geil, Dreis. Also, ganz kurz so aus meiner Situation. Ich war damals so auch über 1000 Zuschauer immer so, weißt du? Und ich habe RP gespielt auf irgendeinem Server. Auf einmal kam er, Bruder, und hat so voll krasse RP gemacht, so. Ich mag Schwänze und so. Richtig krasse RP. Und ich dachte mir, wer ist das und so? Ich guck mal, so nach Stream einfach. Ich gehe offline, Bruder. Ich guck. Da sitzt voll der Achi mit Gebetsflecke, mit so einem Bart. Voll fett. Ich denk mir, Walla, wie sympathisch, Bruder. Aber so 10 Zuschauer. Und ich denke mir, alle, Walla, ist einer von uns, Bruder. So, sympathischer Junge. So. Hab ich ihm geschrieben, ey, Bruder, super RP, dies, das in seinen Twitch-Chat rein. Und er hat sich so voll gefreut, dass ich vorbeischaue bei ihm im Stream, weißt du? Und dann, Bruder, hab ich mir gedacht, so, weil der ist Achi, habe ich ihm 100 Subs geschenkt in dieses Stream. Dann hat er sich so voll oft bedankt. Sammy, Dankeschön, Dankeschön, dies, das. Und dann kamen wir irgendwie dazu. Er kam auf meinen Discord und wir haben so Talk einfach gehabt in meinem Discord. Und er erzählt mir, ja, Bruder, ich wohne Ding, ich habe 5 Kinder, sagt er mir. Und ich sage, was, Bruder, wie? Er sagt, 5 Kinder und so. Wir wohnen so Einzimmerwohnung. Haben wir immer öfters geredet, so, gell? Und ich habe ihn immer gehostet, so 10, 15 Mal. Und dann, eines Tages, der hatte so dann ein bisschen mehr Zuschauer. Und dann habe ich gesagt, ey Bruder, weil er hat dieses Schild von mir richtig geil gefunden. Weißt du? Hat er gesagt, Bruder, was kostet es? Dann habe ich gesagt, Bruder, unterschiedlich. Das hätte eigentlich 1,5 gekostet. Es gibt so kleinere Größen, die kosten so 500, 600 Euro von der Seite, wo ich es bestellt habe. Hat er gesagt, nee, ist zu teuer für mich, Bruder. Dann habe ich gesagt, ich will mal gucken, ob es für deine Adresse verfügbar ist. Habe ich ihm das geschickt. Ja, und von da aus an, Bruder, so, ganz großer Streamer geworden. Und heute haben wir Firma zusammen gesehen. Ist krass, oder? Ist eine coole Geschichte. Und der Rest ist Geschichte. Meine Mutter ist der krank. Hallo, hallo, ist da Kazu am Apparat? La Musash Panama, Entourage Haraga. Sabotage Vater Stadt und mache schwarzes Dirhem. Trotz der späten Ankunft ist die Lage misier. Bruder, guck mal, wie er reimt, gell? Guck mal, wie clean er das macht. Und bedenkt ganz kurz, gell? Chat, er ist 15 Jahre alt. 15 Jahre. 15. 1, 5. 1, 15. Das ist unglaublich. Hallo, hallo, ist da Kazu am Apparat? La Musash Panama, Entourage Haraga. Sabotage Vater Stadt und mache schwarzes Dirhem. Trotz der späten Ankunft ist die Lage misier. Marlboro Rot, muss noch Alkohol holen. Antikes Mosaik, Anzug Marco Polo. Vlatschko Vatos Logos. Werf paar Handgranaten, Handgranaten sind in den Prada Taschen. Mische Code in Sprite, lass die Ohren zum Brumm, bring auf Holyfield Style. Die Prestos zum Weißlauf auf 46 Nikes. Bei Stress, mehr Shaquille, macht die Tommy dich klein. Atem, Kazu, packen Platten, Vakuum. Leben Artina, Schuf, tragen Narben, Tattoos. Werf ein Sharingan zu, weil die Augen sind Bordeaux. Tottenham, All in G, Halasch aus Kosovo. Wir wollen raus aus der Krise, doch neben ein Blockraum. Rausch mich mit Haze und mein Kaffer erbrummt. Schuhe nach Schuhe, wann holt uns denn Gott raus? Ich renn vor den Kopf, sonst wird anderer Mur. Wir wollen raus aus der Krise, doch neben ein Blockraum. Ich sag's jetzt auch einfach. Bruder, ich hab richtig Hoffnung in ihn. Ich sag ehrlich. Ich schwöre. Bruder, er macht's wirklich gut, Bruder. Er macht's wirklich gut, Bruder. Ich bin wirklich stolz auf ihn, Bruder. Ja? Mal gucken, wie weit er es schafft bei Rap La Rue. Mein Name ist Joe. Ich hab's schon gesehen, das ist hart. Bin gewesen, kennst du auch. So,
Boys 2, 0, wer hat sein Herz gebrochen? DJ Khaled on the track. The DJ Khaled. Cartago Beats. Jayco Beats. Jasco Beats. Geisteskrank. Das ist hart, Bruder. Das ist hart, Bruder, ehrlich. Vielleicht Demenz hast du recht gesehen. Okay, das waren die TikToks, Digga, ja?